Dieses kostenlose Preset für eine Liquid Wipe Transition kannst du dir for free unten in der Beschreibung runterladen und ich zeig dir, wie du es installierst und nutzt. Die Installation ist ziemlich einfach. Einfach doppelt auf das DRFX-File klicken und schon fragt dich DaVinci Resolve, ob du das Ganze installieren willst. Und dann klickst du auf Install oder Override. Und nach der Installation findest du das Ganze unter Effects, Video Transitions, wenn du hier oben nach Lick suchst. Und dann kannst du das hier einfach auf einen Cut ziehen. Wenn du das verändern willst, dann klickst du das an und kannst hier einfach doppelt draufklicken und hast hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu bearbeiten. Zuallererst würde ich dir empfehlen, mal den Gradient anzumachen, weil es geht von schwarz nach weiß und so wird dann deine Transition aussehen. Du hast hier den Gradient, der quasi bestimmt, wie das ganze Ding aussehen soll. Und hier kannst du zum Beispiel die Punkte, die dafür vorgesehen sind, zurücksetzen und leicht auseinanderziehen. Und dann hast du zum Beispiel so einen Gradient. Aber die Transition kann noch viel mehr. Wir können den auch noch richtig rund machen, indem wir hier unter Scale das beides ungefähr gleich einstellen. Also ich gebe hier mal beides 4 ein und dann stellen wir den Gradient Type auf Radial. Und wenn wir jetzt die zwei Punkte mal zurücksetzen, dann haben wir doch schon einen sehr, sehr schönen Gradient. Und der geht immer ja von schwarz nach weiß, deswegen klicke ich hier mal auf Invert Wipe und habe jetzt die Möglichkeit, unter Ripples hier die auch noch auf Circular zu stellen. Und damit habe ich etwas, was so aussieht wie so ein richtiger Wassertropfen. Und den kann ich natürlich mit den Punkten einfach ganz nach unten nehmen. Also 0 und 0. Und damit geht die Transition von hier unten nach ganz oben. Detail ist hierbei der Slider, der am meisten Textur mit hineinbringt. Wenn du es eher runder haben magst, dann lässt du den am besten weiter unten und erschaffst dir somit quasi eher runde Transitions. Wenn du den Gradient von Radial auf Angle stellst, siehst du, kriegst du einen starken Split rein und den kannst du auch ebenfalls nutzen, um eine Transition zu erstellen, die auf der einen Seite wirkt und dann erst auf der anderen. Unter Color kannst du natürlich hier die Farbe bestimmen und du kannst natürlich auch die Dicke dieses Wipes bestimmen, indem du die Softness veränderst. Größere Softness bedeutet mehr, kleinere Softness eher dünnerer Wipe. Je weicher die Border Softness ist, umso weicher ist der Übergang an den Rändern. Das bedeutet, wenn du einen möglichst breiten Verlauf haben willst, dann machst du die Softness groß und die Border Softness gering. Und damit kannst du bestimmen, wie stark dieser Wipe sein soll. Und du kannst natürlich wie immer reingucken und schauen, wie ich das ganze Ding gebaut habe. Und wenn du eher auf geometrische Formen stehst, dann schau doch mal da. Da habe ich dir quasi das gleiche, nur mit geometrischen Formen gebaut. Lad's dir runter, ist kostenlos. Bis dahin, Kameramagier. Ciao.